meine Liebe und willkommen zu meinem Enkelkanal und zu meiner Playlist Tipp und Tricks. Da kannst du sehen, wie man einfach dein Zugangsmaterial erstellen kann. Und ich zeige dir auch viele Kniffe. Heute versuchen wir mal Mini-Bonbons und kleine Bonbons zu erstellen. 1 cm Durchmesser, 1,5 cm Durchmesser. Und am Ende der Video zeige ich dir außerdem einen tollen Knoten, bombenfest, der deine Bonbons viel runder und viel schöner aussehen lässt. Und das alles nur mit einem Wattestäbchen. Bist du gespannt? Dann bis denn! Dafür brauchst du Wollresten. Das sind Minimalmengen, die wir brauchen. Aber die Wolle darf nicht zu dick sein. Diese hier ist geeignet für normalerweise eine Eckelnadel 2,5. Und wir brauchen auch Wattestäbchen. Wir fangen an mit dem Mini-Bonbon. Wir schneiden hier den Kopf von dem Wattestäbchen ab. So. Und günstig es ist, wenn hier der Stab aus Plastik ist, weil es schön rutscht. So, erstmal ein Faden abschneiden. Und einfach so drauflegen. Dann werden wir 20 Mal um dem Stäbchen drehen. 1, 2. Wir sollen keinen Berg machen, so dass der Bonbon regelmäßiger wird. 3, 4, 5. Mit den 2 Fäden hier, die 2 Ende, machen wir einen Knoten. Jetzt können wir diese Schlaufe da wegziehen. Ja. Und der Knoten richtig fest. Und dann zweite Knoten darauf. Zack. Ne? Dann haben wir so einen Kringel. Sieht auch hübsch aus. Jetzt wie bei jedem Bonbon, ne, muss man die Fäden also mittig hier im Kringel abschneiden. Schön. So sieht es erstmal aus. Schon hübsch, ne? Und dann machen wir ihn ein bisschen regelmäßiger. Nicht mehr viel zu machen, weil wir keinen Berg gemacht haben, sondern die Fäden schön nebeneinander gerollt haben um dem Wattestäbchen. Genau. So sieht unsere Mini-Bonbon aus. Für den kleinen Bonbon brauchen wir 2 Wattestäbchen. Ich habe schon die Köpfe abgeschnitten. Das System ist gleich. Wir schneiden erstmal ein Stückchen Faden. Dann wir zwischen die 2 Stäbchen hinlegen und dann statt 20 Mal um dem Stäbchen zu drehen, werden wir diesmal 30 Mal drehen.
und ziehen hier einen Knoten. Jetzt müssen wir ein Stäbchen da rausholen. Schwierig, weil es schon eng gewickelt ist. Deswegen muss es gut rutschen. Und dann das zweite Stäbchen. Dann können wir hier den Knoten ganz, ganz, ganz fest ziehen. So. Und dann eine zweite Ruf. Sehr schön. Daraufhin können wir hier entlang schneiden. So sieht es erstmal aus. Nur ein bisschen unregelmäßig. Aber das ist nicht weiterhin schlimm. Den, das werden wir mit der Schere verbessern. Jetzt zeige ich dir einen Trick, damit deine kleinen Pompons noch runder sind. Du hast ja schon bemerkt, dass bei der Methode hat der Pompon eine Tendenz, sich so zu spalten, da wo der Faden ist. Na, und das wollen wir jetzt vermeiden. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstmal, der Bindefaden ist zu dick. Na, also wir werden jetzt einen Neger nehmen. Und zweitens, wenn du so einen Knoten machst, es ist schwierig, es festzuhalten, um der zweite Knoten zu machen. Und dann lässt er sich ein bisschen lose und dadurch erhält man diese kleine Spalte da. So, ich zeige dir jetzt den Trick. Wir nehmen ein relativ langes Nähgarn. Ja, gut 40-50 cm. Den wir durch zwei so falten und das wird unsere Bindegarn sein. Hier sind die zwei Wattestäbchen. Legen wir das wie gewöhnlich so rauf. Viel Platz, ne? So ist schön. Ja. Und dann drehen wir unsere Faden. Wie üblich. Und jetzt kommt der Trick. Wir packen die Finger hier drin in der Locke und binden. Bilden dann eine zweite Lok. Also nochmal. Die Finger hier rein. Drehen. Und dann haben wir hier eine neue Öse. Und da soll der Faden hier rein. Ja? Also es geht los. Hopp. Sehr schön. Und dieser Knoten, der wird nicht lose. Wenn man ihn festzieht, dann kommt er nicht zurück. Also wir können die weiten Stäbchen wegziehen. So, die zweite. Schön festziehen, so weit wie möglich. Da
nahmen wir einen dünnen Faden, einen soliden Faden, und es ist ganz eng gebunden. Das ist unser Kringel. Dann schneiden wir wie üblich. Na, hier als Vergleich, na, hier sieht man richtig den Spalt und hier ist der Spalt nicht mehr zu sehen. Und hier sind meine kleinen Popos und Minis. Die sind eine tolle Deko für deine Eckelarbeit. Na? Wenn mein Video dir gefällt, dann gib mir ein Like. Und wenn du viel mehr davon haben möchtest, dann abonniere. Ich freue mich ganz stark auf dich. Bis dann!